Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. Wir machen hier im Cup weiter. Und zwar werde ich zuallererst einmal hier oben links jetzt noch weitere Hochradwerkhallen ausbauen. Guck mal, was ist eigentlich alles im Gebiet? Ich glaube, alles wird getroffen, außer die hier in der Mitte, wenn ich es richtig sehe. Bauen wir die einfach mal alle aus, die wir ausbauen können. Wir brauchen nebenbei natürlich noch ein bisschen mehr Arbeiter. Das können wir auch direkt ausbauen. Durch auch wieder ein paar mehr Bauern. Bauen wir hier noch ein bisschen was aus. Da wird gerade gestreikt. Dann bauen wir hier unten weiter aus. Die auch noch, warum nicht? So. Wir können uns hier ein paar Baumaterialien anscheinend. Genau, ein paar. Ist nicht schlimm. Dann warten wir da noch ein bisschen drauf. So, das werden wir später machen. Können wir eigentlich auch schon langsam die Schulen planen für die Arbeiter, damit die dann auch Richtung Handwerker aufsteigen können. Schauen wir mal, dass wir die vielleicht hier überall hinpacken. Ach, das Streiken ist immer wieder schön. Gerade in Ground Balls. Na, ich würde gerne hier noch eine Schule hinbekommen, aber hier sind sie gerade fleißig am Streiken. Oh, die anderen Schulen schon mal aus. So, dann haben wir die Schulen schon mal hingesetzt. Wie sieht es hier aus? Sieht auch gut aus. So, dann könnten wir einmal in die alte Welt springen. Und dann brauche ich ein Schiff. Euer Befehle? Schiff vom Stapel gelaufen. Am besten hier. Und dann nehmen wir ein paar Dampfmaschinen schon mal mit. Das brauchen wir jetzt demnächst für die... Es mangelt an Arbeitskraft. Für die Weltausstellung. Außerdem benötigen wir Holzfurnier. Das können wir dann gegebenenfalls auch importieren. Ich guck mal, was wir dafür brauchen. Alles gelöscht. Genau, achso, dann müssen wir erstmal ein bisschen Baumwollstoff importieren. Dann machen wir das einfach. 1500 Villa haben. Dann nehmen wir irgendwas, wovon wir recht viel haben. Gucken, wie viel wäre das? Nehmen wir das ruhig so. All die sagenhaften Länder. So, wo ist das Schiff? Mehr Druck im Kessel. Nehmen wir schon mal ein paar Dampfmaschinen mit. So, aktuell haben wir nur 50. Was brauchen wir insgesamt? Wir brauchen dann insgesamt 150, glaube ich. Aber das reicht schon mal für den Anfang. Nur eine kleine. Kann es zumindest schon mal anlaufen. Dann werde ich noch mal ein, zwei weitere Schiffe dahin schicken. Gemeinsam sind wir so viel stärker.
Warum so gemein? So, was haben wir hier noch? Hugo hat sich Anteile zurückgekauft. Ich glaube, ich lasse das langsam. Wobei bei Hugo ruhig immer einen mitnehmen. Dir immer alles, was du haben möchtest. Weil sonst kauft er unsere auf. So, hier baue ich jetzt auch nochmal eine Polizei hin. So, dann haben wir das. Dann schauen wir uns hier nochmal die Hallen an. Da, genau, benötigen wir jetzt natürlich die ganzen Items. Wir haben immer noch zu wenig Stahlbeton. Das wundert mich gerade. Aber gut, vielleicht kommt gleich das nächste Schiff. So, dann kümmern wir uns um den Emo und Export. Also, ne, Kapitän Morris kommt ja gleich rein in 5 Minuten. Dann kriegen wir die ganzen Grundmaterialien, also Eisenerz und Kautschuk. Dann laufen auch endlich unsere Hochradwerkhallen mit voller Leistung. Würde ich mal auf dreifache Geschwindigkeit, dass das ein bisschen schneller geht, weil ich würde das sehr gerne in dieser Folge noch zeigen. So, den Anteil von Bente, den lassen wir mal, den werden wir uns nicht zurückkaufen. Halten Sie sich besser die. So, und wenn gleich alle, genau, jetzt haben wir es auch gleich komplett, reicht sehr gut. So, jetzt haben wir den kompletten Bedarf, den wir für die Hochradwerkhallen benötigen, also an Kautschuk und auch an, Moment, da fehlt glaube ich noch was, genau, hier ist eins pausiert. So, wir benötigen pro Minute 112 Tonnen Eisenerz und 112 Tonnen Kautschuk. Und das werden wir jetzt einmal berechnen, wie viel wir davon dann dementsprechend importieren müssen, damit das immer zu 100% läuft und wir aber auch nicht zu viel importieren. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wenn ich mal das in einen Rechner eingebe, wir checken einmal noch kurz, wie oft der Kapitän im Moment uns besucht. Der stand jetzt vor 22 Minuten. Das müsste bei unserer Ausbaustufe immer noch so circa alle 24, alle 25 Minuten sein. Das heißt, ich rechne das jetzt einfach mal ein bisschen großzügiger mit vielleicht alle 26 Minuten ist er da. Dann sind wir bei 2900 ist der Bedarf. Ich runde einfach mal auf 3000 auf. Das heißt, wir brauchen 3000 Eisenerz und 3000 Tonnen Kautschuk. Und wir wollen das, wenn möglich, nicht mit Stahlträgern importieren, sondern mit dem Produkt, was wir herstellen. Das sind dann die Hochräder. Das heißt, ich stelle die jetzt ein. Damit würde sich das Layout auch selber versorgen. Wir werden nichts dafür produzieren extra. Ja, und allein, dass wir eben die ganzen benötigten Materialien bekommen, geben wir also jedes Mal, wenn der Kapitän uns besucht, was sind das? Etwas über 700 Hochräder aus. Aber damit versorgt sich das System halt selber. Und wir müssen nichts, keine anderen Waren produzieren, die wir dann extra exportieren. In Trümmer gelegt. So, ich schaue mir mal kurz die Gebäude an, die ich wieder aufsteigen lassen muss. Sieht allerdings gut aus. Genau. So, jetzt gucken wir weiter. Wir haben die benötigten Items eingestellt, die wir importieren müssen. Das heißt, das nächste Mal werden wir dann auch die volle Ladung haben. So. Was werden wir dann produzieren? Wir werden 112 Tonnen die Minute an Hochrädern produzieren. Das sind circa 2900, auch wieder knapp 3000. Und zusätzlich kriegen wir noch 14 Tonnen die Minute an Uhren und 14 Tonnen Phonographen die Minute. Das heißt, wir werden allein fast 3000 Hochräder haben, jedes Mal, wenn der Kapitän uns besucht. Und wir geben gerade mal knapp 700 für die Materialien aus, die wir brauchen, um eben, ne, die ganze Produktion am Laufen zu halten. Das heißt, wir haben noch extrem viele Hochräder zum Exportieren. Und das ist eben genau das Mächtige an so einer Produktion.
Zusätzlich, wie gesagt, haben wir noch andere Items, die wir auch noch gut exportieren können. Das sind einmal die Uhren und die Phonographen. Davon kriegen wir jeweils, was hatte ich gesagt, 14, ne? 14, ich rechne jetzt mal ein bisschen vorsichtiger mit, weiß nicht, 24. Das sind also ungefähr 330, 340 von den Uhren und auch von den Phonographen, die wir exportieren können. Das ist nicht extrem viel, aber da diese Waren extrem viel wert sind, können wir damit sehr gut sehr viel einkaufen. Und wir fangen, würde ich sagen, einfach mal an mit den Rohstoffen. Wir wollen ja auch eine erhöhte Bretter- und Ziegelproduktion aufbauen. Das heißt, wir nehmen uns hier die Rohstoffe. Holz brauchen wir dafür und Lehm. Hier muss ich auf der rechten Seite machen natürlich. Brauchen wir sie hier auf der rechten Seite. Holz haben wir hier. Und Lehm nehmen wir auch noch mit rein. Ja, jetzt bauen wir, würde ich sagen, haben wir genug Arbeitskräfte. Ich hoffe, das reicht. Das einfach mal komplett, was wir vorgebaut haben, bauen wir mal auf. Hier auf der Seite. Ruhig gleich alles. Ja. Das ist jetzt komplett aufgebaut. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Arbeiter. So müsste das jetzt eigentlich reichen. Noch ein Block ruhig. Dann überprüfe ich auch noch mal ganz kurz. Fisch brauchen wir vielleicht noch mal einen mehr. Wie gesagt, das werden wir später alles nur wieder abreißen. Das brauchen wir jetzt nur temporär. Könnten wir theoretisch auch importieren, werde ich aber allerdings nicht machen, weil Problem bei der Speicherstadt ist natürlich, dass wir nur eine bestimmte Anzahl pro Speicherstadt, pro bestimmte Anzahl an Verträgen abschließen können. Ist er nicht verbunden? Jetzt ist er verbunden. Und wie sieht es bei der Arbeitskleidung aus? Sieht immer noch sehr gut aus. Dann haben wir das. So, wir haben die ganzen Gebäude erstellt für Ziegeleien und auch für die Bretterproduktion. Ich gehe jetzt nochmal rein und gucke, ob wir irgendwelche tollen Items schon haben, um das zu pushen. Weil das müssen wir vorher machen natürlich. Hier hätten wir nur den Feras, den will ich hier nicht nutzen. Und hier, wie sieht es hier aus? Da haben wir doch bestimmt irgendwas. Ja, sehr gut. Wir haben den Gerhard, der uns nochmal einmal Strom liefert. Das heißt, die Gebäude laufen an sich mit 100% mehr. Und nochmal extra Produktivität. Und auch den Polier, der uns vor allem sehr viel Stahlträger dann auch noch gibt. Die werden wir beide einsetzen. Feras lasse ich mal weg. So, und jetzt sehen wir den endgültigen Bedarf natürlich. Ich gucke nochmal kurz auf die Warnung. War hier noch irgendwas Wichtiges? Nee. So, Holz benötigen wir 152 die Minute. So, wenn er uns jetzt ungefähr alle 26 Minuten besucht, dann benötigen wir fast 4000 Holz. Ich glaube, so groß ist aktuell noch nicht mal unser Lager. Stell es trotzdem mal so ein. So, 4000. So, Uhren haben wir wie viel nochmal gehabt? 14, wenn ich das einfach rechne. Über 300 haben wir zur Verfügung zum Exportieren. Also selbst die Uhren sind jetzt noch nicht mal aufgebraucht, die wir exportieren können. So, beim Lehm schauen wir auch mal rein. Ja, da benötigen wir 62 die Minute. Mal 26 sind so ca. 1600, 1700. Stellen wir uns das auch einmal ein. Ja, und von den Phonographen haben wir auch theoretisch über 300, die wir exportieren können und haben jetzt gerade mal 79 aufgebraucht und haben genug Holz und Lehm, damit unsere ganzen Layouts die ganze Zeit laufen zu 100%. So, alles Weitere, was haben wir jetzt noch über? Ich guck mal gerade, wie viele Module wir noch über haben. Exportbüro 3 Stück können wir noch anbauen, werden wir auch gleich machen. Ja, baue ich einfach schnell auf. Ich werde später noch ein bisschen schöner bauen, die Speicherstadt hier. So, das heißt, wir haben jetzt noch offen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist ja auch nur temporär. Also, das heißt, wir können uns jetzt die ganzen Arbeiter-Items zum Beispiel schnell holen, ohne die Produktionsketten aufbauen zu müssen. Das heißt, Wurst, Brot, wie auch Seife.
Und das werde ich jetzt nicht alles einzeln ausrechnen. Wir werden einfach, ich werde einen Pauschalwert nehmen, sag ich mal. Wie gesagt, Wurst wollen wir importieren, Brot, damit die versorgt sind und Seife. Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt weitere Hochräder erstmal verbrauchen. Zack. Ich denke, wenn ich es grob überschlage, reichen locker 200 bis 300 alle 26 Minuten von denen. Und von der Seife ist, glaube ich, sogar weniger. 140. Ja, und ihr seht, ne, wie wenig Hochräder dagegen stehen, also exportiert werden müssen. Wir haben immer noch so viel über. Klar, das sind das meiste, ne? Das sind jetzt alles billige Waren, die wir importieren. Aber selbst wenn wir später höhere Items importieren, wir können mit so einem Layout so viel Versorgung erreichen, das ist unglaublich. Das heißt, wir können hier dann auch noch die ganzen Handwerker-Items einstellen und dann sollten wir locker bis zu den Ingenieuren kommen. Mit den Verträgen, die wir hier auf dieser Insel zur Verfügung haben. Und wenn wir andere Speicherstädte auf anderen Inseln dann noch dazu nehmen, auch noch nutzen, dann ja, können wir noch viel mehr machen. So, wir haben die Dampfmaschine bekommen. Wir brauchen jetzt allerdings auch noch Holzfurnier. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auch alles richtig eingestellt habe. Aber das sieht gut aus. Auf jeden Fall, dass wir zu den Handwerkern jetzt schnell kommen. Schulen hatte ich ja auch gebaut. Sollte dann gleich relativ schnell gehen. So, was haben wir hier noch bekommen an Warnung? Ist eigentlich egal. Genau. Ne, Kapitän muss jetzt erstmal eine volle Ladung bringen von den ganzen Items, damit das eben zu 100% läuft. Schauen wir mal, wann er das nächste Mal vorbeikommt. In 2 Minuten ist also bald soweit. Haben wir pünktlich alles eingestellt. Das sieht gut aus. So, was könnten wir nebenbei noch machen? Ich habe die Schulen gebaut, Dampfmaschinen könnten wir weitere, wir brauchen noch 100 Stück, könnten wir weitere anholen, ja, wird sich noch, dauert noch ein bisschen, bis sich das füllt. Wie sieht es mit dem Holzfurnier aus? Das wird auch gleich erst freigeschaltet, ne? Dass wir das importieren können. Na, wo ist es? Ne, können wir schon. Das heißt, wir können das jetzt schon rausnehmen. Sehr gut, sehr gut. Brauchen wir gar nicht. Dann importieren wir hier Holzfurnier. Was brauchen wir? Ich glaube auch 150 Stück. Dann nehmen wir doch dafür auch gleich die. Nehmen wir zur Sicherheit einfach 200. Einmaliger Tausch. Und dann gehen wir hier mal auf die Weltausstellung. Gehen in die nächste Phase. Und sehen, ne? Wir brauchen diese 150 Holzfurnier und dann noch einige Dampfmaschinen. Fenster haben wir sowieso. Und mehr Arbeitskraft, Handwerkerarbeitskraft natürlich. Gehen wir gleich. So. Was könnten wir noch nebenbei machen? Wir können uns nochmal anschauen, ob wir ein paar Kontore noch ausbauen können. Aber nee, das hatte ich glaube ich sogar schon gemacht. Ist die, die schon beliefert werden. Genau, hier wollte ich eigentlich was aufbauen. Das können wir gleich machen. Ich glaube, hier buggen ein paar Schiffe, ne? Ob wir die nochmal wegkriegen? So, war sonst noch irgendwas? Quest können wir noch nicht fortführen. Das heißt, ich baue gleich die Speicherstadt da unten auf. Nebenbei, das ist in Ordnung. Wie lange braucht er noch? Er läuft ein. So, hier ist er jetzt. Wenn wir gleich das Holzfurnier haben, können wir auch den Import stoppen. Ja, wir sehen, wir kriegen das ganze Kautschuk. Lehm bekommen, Holz bekommen. Und das alles nur für ein paar Hochräder, ein paar Uhren und ein paar Phonographen. Im Tausch. Dann könnten wir jetzt eigentlich auf der Insel auch in der Zwischenzeit sehr gut. Holzfurnier haben wir ja. Sehr gut, dann nehme ich den mal raus hier unten. Könnten wir sogar jetzt den Rest unserer Speicherstadt einfach mal leveln. Machen wir das auch noch in der Folge. Hier müsste man nämlich Pelzmäntel importieren. Wie viel noch?
600 Stück. Machen wir das. So, was können wir hier noch leveln? Schokolade importieren. Haben wir noch Phonographen? Wo sind die Items? Phonographen und Uhren. Die Uhren brauchen wir grundsätzlich bei der Schokolade 1800. Machen wir das so. Der Rest scheint freigeschaltet zu sein. Ne, hier noch Taschenuhren importieren. Können wir allerdings nicht. Dann ändere ich das hier einmal. Machen wir hier Phonographen rein. Wobei die Uhren handeln wir schon. Wo denn? Ach, da oben. Dann nehmen wir hier auch Hochräder rein. Nochmal drüber schauen. 4000 waren das. So, einmal die Zeitung. Befriedigen. Ihre Fakten sind eine echte Alternative. Dann gehe ich hier nochmal rein. Genau, dann wollten wir ein paar sind Uhren mal importieren. So glücklich, wie du behauptest? Einfach nur, um das freizuschalten, ja. Das dafür werde ich dann höchstwahrscheinlich auch Hochräder benutzen. Brauchen wir insgesamt 1602. Machen wir das Ganze so. Könnte ein bisschen zu viel sein, aber wir versuchen es einfach mal. Hauptsache, das levelt sich schnell hoch und dann haben wir eigentlich auch alles freigeschaltet. Wenn wir dann noch zwei Verträge mehr nutzen, haben wir auch die Dampfwegen freigeschaltet. Sehr gut ist, was auch später für die Arbitrage sehr gut ist, zum Zeigen, weil das so ziemlich, ja, eines der stärksten Waren dafür ist. So, dann haben wir das auch drin zum Leveln. Je größer die Kluft zwischen Armen. So, ne? Und jetzt haben wir eben alles. Jetzt wird auch alles funktionieren. Die werden jetzt durchgehend laufen mit 280%. Werden die Hochräder produzieren mit den Phonographen und den Uhren zusammen. Und über die Speicherstadt exportieren wir das einfach alles. Und bekommen ja einmal die Waren, die wir eben für dieses Layout überhaupt brauchen. Kautschuk und Eisenerz. Und eben die ganzen Rohstoffe und anderen Waren, die wir dagegen eintauschen. Daran sieht man mal, wie stark das ist und warum ich auch, war das in der letzten oder vorletzten Folge, mich darüber beschwert habe. Aus meiner Sicht ist es viel zu stark, weil es eben das Spiel auch zu krass verändert. Weil es eben am effizientesten leider ist, ja, möglichst schlau zu handeln und viel zu handeln und nicht mehr es groß darum geht, viel zu bauen. Und schlau und effizient zu bauen, sondern eher effizient zu handeln, so ungefähr. Gefällt mir nicht ganz so sehr, aber so ist es halt. So, dann könnten wir in der Folge noch anfangen, wie gesagt, die Speicherstadt hier ein bisschen auszubauen. Der Rest läuft erstmal und dann können wir in den nächsten Folgen nach Envesa gehen und endlich die, das Forschungsinstitut freischalten. So, dann muss ich nochmal schauen, wie ich das überhaupt bauen wollte. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir werden ein paar Depots hier hinbauen. Schauen wir mal, dass wir das so als Grundlage nehmen. So, Module vorbauen. Nehmen wir erstmal die ganzen Depots.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schauen wir mal, ob wir noch einen dahin bekommen. Nehmen wir vielleicht ein Sportbüro. Wir dann so bauen. So, Verladekai. Wollen wir auch recht viele haben, damit möglichst schnell gehandelt wird. So, nehmen wir auch mal ein paar Hafenmeistereien mit rein. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. So, was haben wir noch an Depots? Immer noch 6 Stück. Aladekai haben wir auch noch. So sieht das doch schon ganz schick aus. Ist mal ein ganz anderes Setup. So, gucken wir mal, was haben wir noch an Modulen jetzt? Aladekais haben wir alle. Jetzt haben wir noch ein paar Depots, Exportbüros, die wir noch bauen wollen. Hafenmeistereien sind auch ganz gut. Wo packen wir die noch hin?
leider um einen versetzt. Gehen wir nicht nach oben. Dass die Idee wäre, dann das so zu machen. Sieht optisch noch mal ein bisschen besser aus und den Platz nach unten hin haben wir sowieso. Und da ist das in Ordnung. Und hier ein bisschen mehr Platz ist auch in Ordnung. Beziehungsweise ein bisschen anders wollen wir es noch machen, dass auch die Verbindung wirklich besteht. Kann man das noch hin? Also er müsste eigentlich ein weiter nach da, ne? Aber wir kriegen das nicht weiter und dann verlieren wir hier Platz. Also wenn, dann doch so. Ja, machen wir das Ganze so. Lassen wir entweder die Lücke oder wir ziehen die einfach alle da dran. Dann kriegen wir hier noch einen rein. Ja, das sieht auch gut aus. Weitere kriegen wir hier nicht hin. So, was haben wir jetzt noch an Modulen offen? Wir wollen die Depots auf jeden Fall voll nutzen. Und die 6 Exportbüros. Hafenmeisterei ist nicht super entscheidend jetzt aktuell. Können wir später auch noch irgendwo hinklatschen. Haben wir eigentlich alles gut genutzt. Dann bauen wir die hier noch hin. Ja, oder nehmen wir nochmal. Einfach für die Optik vielleicht auch nochmal einen Reparaturkran mit, warum nicht? Hafenmeisterei und dann vor allem die Exportbüros, dass wir auch maximal handeln können. Das heißt, wir könnten später noch Hafenmeistereien dazu bauen. Das benötigen wir allerdings nur, wenn wir noch mehr Items brauchen. Ja, Item-Slots, die wir hier sockeln, können wir uns später noch überlegen. So, jetzt können wir abschließend auch zu der Folge noch Depots hinbauen. Nicht Depots. Wer weiß, wohin Anlegestellen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Ah, wo sind sie? Ja. Pack mal hier auf die Seite diese normalen Anlegestellen, die wir später auch mit Items noch sehr stark buffen können. Werde ich dann später auch nochmal zeigen. Wurde ja auch von den Zuschauern, vom Dirk wurde nochmal drauf hingewiesen. Ist auch alles richtig so, was er sagt, was er da schreibt. Er ist hat auch sehr, sehr viel Anno-Wissen anscheinend. Finde ich super. Auch, dass er so aktiv mitmacht und genauso einige andere. Und auf der rechten Seite bauen wir einfach auch nochmal zum Vergleich, bauen wir mal diese Speicherstadt-Anlegestellen. Na, wo sind sie? Die hier. Können wir ja später noch ändern. Ah, Moment. Den so drehen. Und dann bauen wir hier ein paar davon noch auf. Gut ist. Dann sieht das doch insgesamt optisch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für den Ölhafen gelassen, der hier sehr effizient gewesen wäre, weil kurze Strecke. Aber so schlimm ist es auch nicht, wenn wir jetzt die Schienen hier langlegen und dann hier oben den Ölhafen hinmachen. Wenn wir hier später Kraftwerke nutzen. Mal schauen. So, jetzt werde ich das Ganze noch so ein bisschen abrunden. Ja, und dann haben wir hier die Speicherstadt fertig gebaut. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Genau, dann sind wir erstmal soweit fertig. Das Layout mit den Hochrädern funktioniert. Wir importieren sehr viel. Wir können dann in der nächsten Folge auch viele Handwerker kreieren und werden dann jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch nach Embesa gehen. Werden dort alle Quests machen. Ich werde die auch in Anführungsstrichen richtig machen. Also wie man das Optimum rausholt, auch an Items.
werde ich alles zeigen in dem Beta und wir schalten dann natürlich auch das Forschungsinstitut frei, was sehr wichtig für uns ist. Und ja, das sehen wir alles in den nächsten Folgen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis dann.